In Düsseldorf wurde der Deutsche Nachhaltigkeitspreis verliehen. Prominenz aus Wirtschaft, Medien und Politik war dabei, um Städte und Kommunen auszuzeichnen, die Leuchttürme der Nachhaltigkeit sind. Städte und Kommunen setzen ein Zeichen, wie man mit Nachhaltigkeit erfolgreich sein kann. Nirgends anders als in Städten sind die drei Komponenten der Nachhaltigkeit: wirtschaftliche Stabilität, soziales Miteinander und ökologische Vorsorge so greifbar und direkt wie vor Ort in den Städten und Gemeinden. Deswegen ist eine solche Auszeichnung mehr als nur eine Petitesse, eine Randerscheinung. Es gehört in die Mitte unserer Arbeit für Nachhaltigkeit. Dann steigt die Spannung, die Verleihung. Welche Stadt und welche Kommune wird ausgezeichnet mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis? Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer Premiere, zur ersten Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises für Städte und Gemeinden. Dies ist ein Abend der Wertschätzung für alle, die in Städten und Gemeinden für Nachhaltigkeit kämpfen. Mit Kreativität, mit Mut, mit Engagement, im Gegenwind und, wie die heutige Preisverleihung nicht zuletzt zeigen wird, auch mit Erfolg. Für die Umsetzung der Ziele der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung ist hierzulande die deutsche UNESCO-Kommission federführend und sie vergibt mit uns den Sonderpreis Bildung für nachhaltige Entwicklung an Städte und Gemeinden, die sich in besonderer Weise für die Ziele der UN-Dekade engagieren. Den Preis überreicht zusammen mit Claudia Cardinale als UNESCO-Botschafterin eine Frau, die von 1999 bis 2004 unsere First Lady war und sich seit dieser Zeit in zahlreichen Organisationen intensiv sozialen Themen widmet und in diesem Jahr auch Mitglied der Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises war. Herzlich willkommen, Christina Rau. Ihre Definition von Bildung für nachhaltige Entwicklung, das ist ein schwieriges, Nachhaltigkeit als solches ist schon schwierig. Wenn ich Sie frage, was ist für Sie Bildung für nachhaltige Entwicklung, was ist Ihre Antwort? Klar zu machen, dass wir alle einen Unterschied machen können und dass wir Hoffnung auf Zukunft haben müssen, die Gewissheit, dass wir diejenigen sind, die den Unterschied machen. Und ich freue mich über diesen Preis, weil hier sichtbar wird, was Städte und Gemeinden machen, um eben den Begriff Nachhaltigkeit in allen Bereichen der Bildung zu verankern. Der diesjährigen Sonderpreis der deutschen UNESCO-Kommission Bildung für nachhaltige Entwicklung erhält Gelsenkirchen. Frau Rau. So, viel zu fragen. So, if you want to congratulate, he's the winner. If you want to congratulate him. Vom Strukturwandel besonders betroffen ist Gelsenkirchen. Die Stadt schrumpft und musste wiederholt einen Nothaushalt verabschieden. Nun treibt Gelsenkirchen mit Beteiligung der Bürger Maßnahmen zu demografischer Entwicklung und Klimaschutz voran und bezieht dabei vor allem die jungen Bürger mit ein. Zahlreiche Projekte sind schon fest etabliert. Denn hier sieht man in der Bildung für nachhaltige Entwicklung die Chance, die Stadt zu einer zukunftsfähigen Kommune zu entwickeln. Gelsenkirchen ist ja keine wohlhabende Stadt und wir haben gesagt, das, was wir an Ressourcen haben, das stecken wir in die Bildung und insbesondere auch Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und von einer Jury jetzt ausgezeichnet zu bekommen, dass das genau der richtige Weg ist, um junge Menschen, auch den jungen Menschen deutlich zu machen, wie wichtig es ist, eigenständiges Leben entwickeln zu können, mit der darauf zu achten, dass die natürlichen Ressourcen geschont werden. Das von einer Jury bestätigt zu bekommen, das tut gut und das ist Ansporn, so weiterzumachen. Das ist eine Anerkennung für die Stadt Gelsenkirchen, für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, dass das, was wir so machen, auch gerade im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, auch anerkannt wird.
Und ich weiß, dass das auch für die Kinder und Jugendlichen, mit denen wir schwerpunktmäßig arbeiten, mit den Mädchen, dass das für die auch ungeheuer viel bedeutet, dass so eine kleine Stadt wie Gelsenkirchen, zu der sie ja gehören als Mädchen, als Gelsenkirchnerin, dass sie solch einen Preis bekommen. Wir wollen nachhaltige Bildung an ganz vielen Orten unterbringen. Wir arbeiten mit Kindergärten zusammen, mit Schulen zusammen, wir arbeiten mit Erwachsenen zusammen, die diesem Thema bisher überhaupt noch nicht nachgegangen sind. Und haben sie einfach dafür gewonnen, Spaß zu haben, sich für so eine Idee einzusetzen und das Wissen, was sie sich selber erworben haben, auch an andere wieder weiterzugeben. Nachhaltigkeit ist in unserer Stadt natürlich ein zentrales Thema. In einer Stadt mit vielen Industriebrachen, mit vielen weggefallenen Arbeitsplätzen. Wir müssen den Menschen eine Perspektive bieten. Die muss natürlich heißen, neue Arbeitsplätze schaffen, muss heißen, eine Perspektive aufzuzeigen und muss heißen, vor allem jungen Menschen Bildungschancen zu eröffnen. Und daran arbeiten wir ganz zentral. Es war ein besonderer Abend. Eine Bühne für Städte und Kommunen, die Zeichen setzen. Für die herausragende Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Wirtschaft und Gesellschaft.